5 Erfolgstipps für die Co-Elternschaft mit einem Narzissten. Die Befreiung von einer Beziehung mit einem Narzissten ist eines der schwierigsten und schmerzhaftesten Dinge, die ein Opfer zu verkraften hat. Aber es ist noch schwieriger, wenn es um Kinder geht. Alles, was du tun willst, ist keinen Kontakt haben, aber das ist unmöglich, weil ihr Kinder habt, die dich für den Rest deines Lebens an diesen Mann binden. Obwohl du deine Kinder vor der Gefahr dieses Mannes schützen willst, ist er ihr Vater und du weißt, dass du einen Weg finden musst, mit ihm auf die bestmögliche Weise zusammenzuarbeiten. Aber gleichzeitig musst du dafür sorgen, dass du gesund und stark bleibst, zu deinem eigenen Wohl und zum Wohle deiner Kinder. Und hier sind 5 Methoden, die dir dabei helfen können. Erstens, lass nicht zu, dass er die Schuld auf dich schiebt. Es ist bewiesen, dass Narzissten kein Verantwortungsbewusstsein haben. Und selbst wenn sie wissen, dass sie diejenigen sind, die alles vermasselt haben, werden sie es nie zugeben. Stattdessen werden sie versuchen, ihrem Opfer die ganze Schuld für alles zu geben. Und das ist genau das, was dein Ex versuchen wird. Er wird versuchen, dich wie den Bösewicht aussehen zu lassen und er wird versuchen, dir Schuldgefühle zu machen, dass du die Familie zerstört hast und deinen Kindern nicht die Chance gegeben hast, von beiden Elternteilen großgezogen zu werden. Lass dich nicht von ihm unterkriegen. Denk daran, dass du nicht schuld bist. Das sind nur seine Manipulationen, mit denen er versucht, dich auf die ein oder andere Weise zu ihm zurückzubringen. Zweitens, sprich mit ihm nur über die Kinder. Wenn du einen narzisstischen Partner verlässt, ist der erste Rat, den du hören wirst, alle möglichen Verbindungen zu ihm abzubrechen. Aber so etwas ist unmöglich, wenn ihr beide Eltern seid. Die Wahrheit ist dann, dass du mit deinem Ex kommunizieren musst wegen eurer Kinder. Und ohne Zweifel wird er alles versuchen, um dir nahe zu kommen. Er wird versuchen, mit dir über alles zu reden, was zwischen euch passiert ist, und er wird versuchen, einen Weg zu finden, um wieder mit dir zusammenzukommen. Das ist etwas, was du auf keinen Fall zulassen darfst. Denke daran, jeder Narzisst ist hinterhältig. Beim ersten Versuch wird er dich nicht direkt bitten, zu ihm zurückzukehren. Stattdessen wird er sich in deinen Kopf hineinarbeiten, Schritt für Schritt, ohne dass du überhaupt merkst, was vor sich geht. Um das zu vermeiden, sprich mit ihm nur über die Kinder. Tu dein Bestes, um ihn als den Vater deiner Kinder zu betrachten und nichts anderes. Schalte alle deine persönlichen Emotionen ab, die du für diesen Mann hattest oder vielleicht immer noch hast. Drittens, mach einen strengen Zeitplan und halte dich daran. Der Moment, in dem du dich von deinem narzisstischen Ex trennst, ist der Moment, in dem ihr euch strikt auf Besuchszeiten oder Tage einigen müsst. Und das ist etwas, woran du dich halten musst, wenn du ein friedliches Leben willst. Vertrau mir, er wird versuchen, dein Leben weiterhin zu zerstören, indem er deine Pläne ruiniert und die Kinder nicht abholt, wenn er sollte, oder indem er darum bittet, sie außerhalb des Zeitplans zu sehen. Erlaube ihm das unter keinen Umständen, denn wenn du das tust, gibst du ihm nur weitere Möglichkeit, deine Zeit zu kontrollieren. Viertens, sei ein gutes Beispiel für deine Kinder. Wenn du mit einem Narzisst kooperieren musst, bist du nicht die Einzige, die deinen Kindern wichtige moralische Werte beibringt. Du bist nicht die Einzige, die ihr Vorbild sein kann und du hast keinen vollständigen Einfluss auf ihre Erziehung. Ob es dir gefällt oder nicht, dein Ex hat auch einen großen Einfluss auf sie und sie schauen zu ihm auf, weil sie sich seines schädlichen Verhaltens nicht bewusst sind. Obwohl du nicht diejenige sein darfst, die über ihren Vater lästert, kannst du das bestmögliche Beispiel für deine Kinder sein. Zeige ihnen die Bedeutung von Selbstversorgung und Selbstliebe. Zeige ihnen den Unterschied zwischen gut und schlecht, richtig und falsch. Konzentriere dich nicht darauf, deinen Kindern zu erklären, warum ihr Vater sich nicht richtig benimmt. Lehre sie, besser zu sein als er, nach deinem eigenen Beispiel, ohne ihn überhaupt zu erwähnen. Fünftens, informiere deine Kinder über Missbrauch. Ich weiß, dass du das nicht tun willst, aber wenn deine Kinder toxischem Verhalten ausgesetzt sind, musst du ihnen beibringen, wie man Missbrauch erkennt und sich davor schützt. Ich weiß, dass du nicht mal daran denken willst, aber die Wahrheit ist, dass für deine Kinder die Möglichkeit besteht, auch Opfer eines Narzissten zu werden, ohne dass du es überhaupt bemerkst. Deshalb musst du dich immer wieder bemühen, ihnen zu erklären, dass sie dir alles sagen können, was sie stört. Du musst deinen Kindern beibringen, wie man verschiedene Arten von Missbrauch erkennt und identifiziert. Nimm dafür nicht deine vorherige Beziehung als Beispiel, und sprich nicht mit ihnen darüber, was ihr Vater dir angetan hat. Stattdessen solltest du ihnen andere Beispiele
für emotionalen, verbalen und körperlichen Missbrauch geben, die ihrem Alter angemessen sind. Danke, dass du dir mein Video angeschaut hast. Falls du dich weiter über das Thema Narzissmus informieren möchtest, kann ich dir auch mein Buch dazu empfehlen. Im Kopf des Narzissten schlage ihn mit seinen eigenen Waffen.